Kennt ihr die Zeit noch damals, als ich Fallout Let's Played habe? Ich auch. Wir haben so viel gemeinsam. Hättest du erwartet, dass Fallout 4 wieder kommt? Nein, ich auch nicht. Wir haben so viel gemeinsam. Und somit, hey, willkommen zu Lootfest 4, Fallout 4. Was geht ab? Wir haben, glaube ich, hier letztes Mal geschlafen. Das war unser Partner nachts. Der ist auch morgens dann irgendwie nicht mehr aufgewacht. Es tut mir leid, mein Freund. Egal was heute Nacht passiert ist, ich war's nicht. Ja, wenn du dir irgendwo Syphilis oder sonst was holst, bist du selbst schuld. Haben wir schon deine Wohnung geplündert? Ich glaube schon, ja. Okay, Hundi, wir haben einen Auftrag. Ich habe keine Ahnung, was für einen. Also, los geht's. Wir gucken uns die Welt an und freuen uns darüber. Naja, okay, bei der Welt kann man sich recht wenig freuen, weil... Seht selbst. Aber hey, wir finden bestimmt etwas Schönes, worüber uns wir freuen können, oder? Wie zum Beispiel diesen komischen, krassen Roboter mit der Minigun. Ich glaube, das war unsere Mission, oder? Ich glaube, das haben die uns letztes Mal gesagt. Yo, wenn ihr uns helfen wollt, die komischen Raiders zu vertreiben, dann holt mir so ein geiles Dings. Ja, so ein Roboter. Und den suchen wir jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Wurde ich gerade angeschossen? Hey, 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 hey. Hey, 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 nicht schießen. Nicht schießen, ich komme in, im Frieden, ja? Ich komme in Frieden. Bitte greif mich nicht an. Komm schon, komm schon, komm schon. Fast. Jetzt sag nicht, oh, ist es dein Ernst? Ist dein Ernst? Ich hab's fast geschafft. Jetzt. Reicht das? Perfekt. Ich glaube, ich bin hier richtig, oder? Fusionskern. Nehmen. Okay. Beschafft den Fusion, setzt den Fusionskern in die Powerrüstung. Und wo zur Hölle ist die Powerrüstung? Ist die hier irgendwo? Hallo, Powerrüstung? Hallo? Zeige dich. Oder ich zeige dich an. Hallo? Haben Sie zufällig für mich eine Powerrüstung hier rumstehen? Irgendwo zufällig? Hallo? Hier vielleicht? Ich glaube, ich habe sie gefunden. Tatsächlich, hier steht so eine. Powerrüstung. Alles mitnehmen. Direkt einsteigen, oder? Direkt einsteigen. Komm, direkt. Direkt einsteigen? Kann ich direkt irgendwie einsteigen? Nein, nicht den Fusionskern rausnehmen. Ach so, doch. Okay. Okay, das war richtig, was ich gemacht habe. Und... Alter, jetzt geht's richtig ab, Leute. Und hier noch so eine... Alter, hier ist noch so eine richtige geile Railgun. Habe ich sie jetzt? Jawohl! Jetzt geht's richtig ab, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Die Raider da unten, ja, die haben jetzt sowas von zum Raiden, ja. Und zwar, die haben mich jetzt zu raiden. Boom! Big Daddy ist zu Hause! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hallo? Der Big Daddy ist hier. Packt wer? Ja, meine Little Sisters nicht an, ja? Sonst gibt's hier richtig auf die Birne. Hier, meine kleine Little Sister. Die packt ihr nicht an. Sind die jetzt alle abgehauen? Haben die jetzt alle Schiss oder was? Hallo? Wo seid ihr hin? Die stehen doch immer hier. Oh mein Gott, was ist... Oh mein Gott, was ist das? Lol, was ist das denn? Er hat schon sich um die alle gekümmert. Ich muss nichts machen. Er hat sich schon gekümmert. Hundi? Little Sister, weg da. Hundi, geh weg! Oh mein Gott! Wer bist du? Wer bist du? Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe Angst vor ihm. Ich habe Angst vor ihm. Ich habe Angst vor ihm. Stirb! Stirb! Wer ist das? Todeskralle. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Er tötet mich! Er tötet mich! Nein! Beweg dich! Komm, schieß, schieß! Ich habe keine Munition. Doch, ich habe noch Munition. Jawohl! Ich habe ihn down. Ich habe ihn down, oder? Eliminiere die Feinde in Concord. War das ein Feind? Alter, was ist das für ein riesiges Viech? Was ist das für ein Dinosaurier? Was ist das für ein Monster? Unglaublich. Aber erstmal looten. Erstmal looten. Was zur Hölle war das? Okay, dann muss ja niemanden hier töten. Ja, also wie es aussieht, hat sich gerade die liebe Todeskralle, die jetzt schon verschwunden ist. Nein, der liegt sie noch. Die liebe Todeskralle hat sich einfach hier um die ganzen Gegner gekümmert. Jedenfalls sind sie weg. Nein, sind sie nicht. Da. Komm schon. Alter, wie ich sie einfach instant immer töte. Das ist unglaublich. Gibt es hier noch welche? Das war's. Ich habe alle getötet. Einen. Einen. Den Rest hat hier unser liebes Viech erledigt. Ich hätte es gerne lieber als Haustier gehabt, als, wo bist du? Da. Als dich. Du bist zwar nett und schön, aber schau dir das mal an. Das als Haustier? Sei mal ehrlich. Sei mal ehrlich, das als Haustier.
Das wäre ganz schön geil. Oh, jetzt kommen wir sogar nach unten. Jetzt sind wir sogar nach unten gekommen. Was geht ab, Leute? Preston Gravel. Jetzt kann ich euch einfach alle nochmal abballern. Aber das bringt dir eh nichts. Außer, dass ich Munition wegschmeiße, ne? Deshalb, halt dein Maul. Solange ich rede, hast du deine Fresse zu halten. Ja? Das ist das Gesetz hier bei mir. Also halt dein Maul, okay? Alle okay? Nein, wir sind keine Freunde. Beruht auf gegenseitig. Ich bin auf meiner Seite. So sieht's aus. Ich bin auf meiner Seite. Ich bin auf meiner Seite, Garvey. Das ist schade, Mann. Im Commonwealth kann man nie genug... Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier. Es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Fusionszelle? Okay. Wie jetzt? ach komm, ich nehm's einfach. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich könnte jemanden wie dich brauchen. Jemanden, der Dinge erledigt. Sollen wir dir wirklich helfen? Geh zu Preston Gravery in Sanctuary. Boah, wow, vielleicht. Ich überleg's mir noch. Okay, wir überlegen das uns noch auf dem Weg. Ich überleg's mir. Wir überlegen es. Bevor du gehst, Kind, noch eine Sache. Über deine Reise, die du beginnst. Denn ich jetzt kommt so ein scheiß Orakelgeblabbere. Komm, halt deine Klappe. Du lügst! Ich vertraue keinem tarotlegenden alten Omas. Ja, du lügst! Bleib mir weg mit deinem Schicksal, Mist. Nicht jeder versteht das dritte Auge. Aber du sollst mir nicht. Oder nicht jeder ist so behindert wie du und versteht das dritte Auge, ja? Vielleicht ist etwas in deinem Kopf kaputt. Ja? Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Ey. Er lebt. Ey, jetzt gehst du zu weit. Jetzt gehst du zu weit. Diese Sache mit dem Sohn, das ist schmerzhaft, das tut weh und das macht man nicht, ja? Jetzt willst du mit deinem komischen Hokuspokus mich auf deine Seite ziehen, indem du mich mit meinem Sohn lockst, ja? Unsinn! Du versuchst mich zum Narren zu halten. Oh, so sieht's aus. Nein, Kind, nein. Das dritte Auge sieht manchmal unklar. Aber ich habe bist noch du, nie gelogen. Bist du Tenshin Han oder was? Mein Sohn ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Diamond City. Du bist nutzlos. Du bist nutzlos, so sieht's aus. Wie wir alle Dragon Ball kennen, ja, war Tenshin Han eigentlich nie wirklich nutzvoll. Deshalb, du bist nutzlos, Tenshin Han. Geh wieder nach Hause zu deinem Chaozu. Wieso wird er mir als Ziel angezeigt? Soll ich ihn jetzt irgendwie nach Sanctuary begleiten oder was? Ich will aber nicht. Ich will jetzt mein Abenteuer erleben. Ich will nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten an der Hand gezogen werden. Ich will mein Abenteuer erleben. Wir sind hier nicht in Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind hier, ich will hier in Link Between Worlds sein. Ich will hier in Link to the Past sein. Ich will ein Abenteuer erleben, ja? Und nicht an der Hand genommen werden von Cutscene zu Cutscene. Deshalb, lasst mich alle im Frieden. Ich gehe jetzt nach Diamond City. Und nicht, weil mir Tenshin Han gesagt hat, ich soll nach Diamond City. Ich gehe nach Diamond City, weil ich Lust habe auf Diamond City. Ja, ich glaube dir kein Wort. Ob der mein Sohn ist oder nicht, ist alles eine Lüge. Ich glaube dir kein Wort. Hat das Ding hier, mit dem ich hier rumlaufe, wie auch immer, hat das eigentlich auch ein Sprit oder sowas? Wird mir das irgendwo angezeigt, ob das irgendwie Sprit hat oder so? Energieverbrauch oder sowas? Ist das vielleicht links? Links vielleicht? HP? Ne, das ist meine HP. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie sowas angezeigt wird, wie Sprit oder sonst was. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding hier ewig läuft, oder? Wobei, wer weiß, wie stark so ein Fusionskern ist, ja? Vielleicht ist ja so ein Fusionskern, ja, weiß ich nicht, ja? So stark wie ein ganzer Atomkern. Man weiß es nicht. Ach, guck mal, ich bin wieder hier an unserer Werkstatt. Muss ich hier hin? Nee, ich muss hier nicht hin. Hab keine Ahnung, wo ich hin muss, wo Diamond City ist. Ich laufe einfach zu dem nächsten Ziel, das mir im Nordwesten angezeigt wird. Und dann mal schauen, was sich dort befindet. Da ist irgendein Ziel. Hier wird mir irgendwas als Ziel angezeigt. Da ist er. Achso, wieder meine Werkbank. Was kann ich denn hier an meiner Werkbank machen? Irgendwas Besonderes? Soll ich irgendwas Besonderes machen oder wieso wird mir das angezeigt als Ziel? I don't know. Ich will hier nichts. Laufe aber mal zum nächsten Ziel, mal schauen, was dort auf uns wartet. Ja, ich müsste mich mal mit diesem Werkstatt-Dings auseinandersetzen, um zu gucken, was genau... Moment. Hier, das ist ganz wichtig. So. Ne? Nicht, dass hier jetzt irgendjemand Fremdes reinkommt oder so, ne? Deshalb hier auch. So. Alter, das hast du nicht gemacht, oder? Hundi, du machst hier nicht die Türen auf. Hier, so. Wir wollen nicht, dass jemand hier Fremdes reinkommt. So. Schön mal die Gartentür zumachen, das ist sehr freundlich, Leute. Wenn ihr in einen fremden Garten geht, ja, immer schön die Tür zumachen. Das ist ganz wichtig.
Er ist immer ganz wichtig. Der Fusionskern deiner Powerrüstung ist fast leer. Wo steht das denn? Oder steht das da unten neben der AP-Anzeige? Dieses Core. Das könnte vielleicht wirklich der Core sein. Der bewegt sich gerade Richtung Null. Das könnte wirklich der Core sein. Ich weiß nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen. Ja, Core, Kern. Ich glaube, ich sehe da eine kleine Verbindung. Zwischen den beiden Sachen. Sind das meine Leute? Ne, das ist meine. Achso, das ist der Bravery schon wieder. Was geht ab, Bravery? Er will nicht mehr mit mir reden. Na, wie du willst. Aber ich glaube, ich komme nicht ohne die nach Diamond City. Ich muss wahrscheinlich den hinterherlaufen und den folgen bis nach Diamond City. Sonst finde ich das wahrscheinlich gar nicht. Ne, Moment, die wollen ja nach Sanctuary. Ja, da habe ich wohl keine Wahl. Die zeigen mir den Weg. Das ist mein Prophet. Das ist der Moses. Wenn wir gleich am Fluss stehen, dann wird er sein Laserschwert auf den Boden hauen. Und dann wird sich der See in der Mitte teilen. Und wir können alle unbeschadet drüber gehen. Deshalb folge ich ihm einfach mal. Weil ich habe ein bisschen Angst vor dem verseuchten Wasser. Nicht, dass ich schon mehrmals drüber gelaufen bin. Aber hey, wir wollen ja kein Risiko eingehen. Deshalb folge ich einfach mal unserem Propheten. Also Moses, was geht ab? Was geht ab, Moses? Keine Sorge. Okay, ich habe keine Sorgen. Okay, alles cool. Ja, Leute. Komm, ich mach Stimmung. Sollen wir ein Lied anstimmen? Okay, los geht's. Von den blauen Bergen kommen wir. Unser Moses ist genauso doof wie wir. Er macht ja gar nicht mit. Hallo. Ist das eine langweilige Meute, ey? Das ist eine richtig langweilige Meute. Hier sing nicht mal mit. Kann man irgendwie automatisch folgen? Kann man dem irgendwie automatisch folgen? Ich muss nicht, will nicht die ganze Zeit selbst laufen. Das dauert hier mir zu ewig. Preston Gravery. Ich denke mal an Gravery. Es hört sich ein bisschen an wie... Sein Name hört sich ein bisschen so an, als würde er so einer von Grave Encounters sein. Hallo, mein Name ist Preston Gavery und willkommen zu Grave Encounters. Heute untersuchen wir diese äußerst gruselige Brücke. Leute behaupten, nachts hier Geister zu sehen. Geister, paranormale Aktivitäten zu beobachten, meinen sie. Ja, das werden wir, diese Sache werden wir einen Grund, auf den Grund gehen. Tenshin Han, schlüpf in die astrale Ebene und schau dich mal um, ob du was findest. Link Fong Xinglu, stell mal die Kameras auf, ja. Und, Steve, du heißt bestimmt Steve, ne, der ist Strux. Strux, du machst das, was du immer machst. Ja, du holst noch was zu essen. Go. Hallo, ich bin Preston Gavery und willkommen zu Grave Encounters. Wir haben die Brücke untersucht. Die Brücke scheint okay zu sein. Wir haben keine paranormalen Entwicklungen gesehen, keine paranormalen Phänomene gesehen. Ich glaube, das war alles nur ein wilder Schmuh. Also stimmt es nicht. Es gibt keine Geister. Nur vielleicht irgendwelche Todeskrallen, die gleich uns auf den Weg kommen und uns alle auseinanderreißen werden. Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Armee hier beschützen kann. Vor allem, weil meine Energie gleich leer ist und ich dann ohne diese Rüstung kämpfen muss. Und ich glaube nicht, dass ich eine Todeskralle ohne diese Rüstung schaffe. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Bis zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Mama Murphy, seltsam zurück zu sein. Ich habe hier gelebt. Ich habe kein Zuhause, ich bin ein Nomade. Das ist kein Zuhause. Das ist nichts weiter als eine leere Ruine. Du darfst dich nicht darauf versteifen, was es ist, sondern was es sein könnte. Wir haben Wasser, viel Platz und es lässt sich gut verteidigen. Ich sehe es schon vor mir. Ein Garten. Was lässt sich gut verteidigen? Palette Unterkünfte. Mann, vielleicht sogar Strom. Was lässt sich hier bitte gut verteidigen? Das ist einfach nur eine Ruine. Oder er will, dass ich was aufbaue mit Mauern und so weiter. Und sie wohnen hier vor sich hin und ich, der Held, ja, muss hier alles aufbauen. Ich habe hier gelebt. Hoffnungslos unmöglich. Unmöglich! Ist eine nette Vorstellung, aber ich wüsste nicht, wie das klappen soll. Ich habe nie gesagt, dass es einfach wird, aber es ist möglich. Ist ganz schön positiv gestimmt, oder? Ich habe sich zusammengetan haben, um eine bessere Welt zu erschaffen. Darum ging es bei den Minutemen, bevor alles den Bach runterging. Naja... Ich bin froh, dass du hier bist. Die schleimen ganz schön bei mir, oder? Egal, was die sagen, ich verneine alles, ich ziehe alle ihre Sachen, die die mir sagen, alles in den Dreck, ja? Aber die sind trotzdem immer auf meiner Seite. Immer. Ich meine, ich habe die ja sogar einmal umgebracht. Ich habe ihn sogar umgebracht. Und
er ist trotzdem mir nicht böse. Er ist wieder auferstanden von den Toten und ist wieder auf meiner Seite, ja? Sarkastisch, welche Art von Hilfe? Ja, komm, ich muss ja sagen, sonst geht er mir ganz auf den Sack. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Okay, gut. Sind wir jetzt hier, ist das jetzt hier Sanctuary? Das ist doch meine Heimatstadt, ne? Und die soll ich wahrscheinlich jetzt vermutlich aufbauen. Ich habe mir das schon mal sagen lassen von dem lieben Maeve, dass man wohl hier ganze Städte bauen kann mit Mauern und so einem Kram. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich jetzt unser neues Zuhause sein oder sowas. Denke ich mal, oder? Weißt du, jetzt, wo ich keinen Bock mehr, wo ihr mir meine ganze Laune versaut habt, ja? Jetzt fängst du auf einmal an zu singen. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Ich könnte jetzt einfach meine Minigun anschmeißen und dir dein Gesicht auseinanderbratzen, ja? Aber ich bin mal nicht so. Das haben wir schon mal gehabt. Keine Energie. Oh nein. Ich habe keine Energie. Mein Moped hat keine Energie mehr. Oh nein. Schade. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, der wird mir auf der Karte angezeigt, wo er steht. Ich hoffe doch. Ich glaube nicht, dass er mir angezeigt wird, wo er steht. Ich glaube nicht. Fuck, ich glaube, der wird... Aber ich muss mir merken, einfach in Richtung des Schrauben, des Zahnrades. Dort befindet er sich irgendwo. Da muss ich einfach hinlaufen. Gibt es denn hier nirgendwo ein Bettchen, wo ich vielleicht die Nacht über verbringen kann? Vielleicht wenigstens eine Matratze auf dem Boden. Komm schon. Irgendwo kann man sich doch bestimmt hier hinlegen für eine Nacht, oder? Hier, kann ich mich hier hinlegen? Nein, okay. Komm schon, irgendwo hinlegen. Irgendwo, komm schon. Eine kleine Matratze, eine Badewanne. Kann ich in der Badewanne schlafen? Auch nicht. Ich brauche irgendwo was zum Schlafen. In irgendeinem Haus wird doch wohl irgendwo eine verdammte Matratze herumliegen, oder? Ich liebe es, Menschen zuzugucken. Da sieht man einfach, wie schön man das hat. Ja, weil man könnte auch jetzt da sitzen und mit dem Hammer einfach stumpf gegen die Wand hauen und hoffen, dass die Wand auseinanderfällt. Ja, oder man könnte hier gemütlich sitzen und ihm zuschauen. Das ist ein schönes Leben, oder? Jung Long? Ach ja. Da, ich kann hier ein Bett hinstellen. Da. Das ist ja hier. Man muss sich einfach nur eine bestimmte Musik jetzt denken. Und zwar... Oh, Junge! Wo stelle ich nur dieses Bett hin? Direkt neben die Badewanne? Oder lieber hier rein? Ich habe hier nirgendwo einen Platz, wo ich das reinstellen kann. Kann ich das einfach nach draußen stellen? Ich möchte gerne in der freien Natur schlafen. Guck mal. Ich kann einfach in der freien Natur schlafen. Bound. Yay! Ich kann einfach in der freien Natur schlafen. Ich baue mir ein kleines Häuschen hier mitten auf der Straße. Fertig! Mein Haus ist wunderschön. Schaut euch dieses wunderschöne Haus an. Es fährt... Das hier, das ist unsichtbares Panzerglas dazwischen, da kann man gar nicht rein. Ja, und hier ist mein Haus. Willkommen in meiner wunderschönen Bude. Hey, schnell die Tür zu. So, willkommen in meiner wunderschönen Bude. Ja, das ist meine Wohnung und hier habe ich zum Beispiel ein Bett stehen. Ja, das Dach, das kommt noch. Es wird noch geliefert, ja. Aber momentan möchte ich sowieso erst unter freiem Himmel leben. Sommer und so, ne, deshalb geht's voll klar. Deshalb, ja, unsere erste Nacht in unserem wunderschönen Haus. Geil, da gehe ich doch mal schlafen. Wie spät haben wir? Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schlafen und beenden auch somit diese Episode. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, vor allem wenn ihr mein neues wunderschönes Haus so schön findet, wie ich es finde, ja, dann hinterlasst mir einen geilen Kommentar, wie geil ihr dieses Haus findet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Fallout, Lootfest, wie auch immer. Wenn irgendwann bestimmt in 2 Wochen, 3 Wochen. 4 Wochen. Morgen? Übermorgen? Man weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Bis demnächst. Tschüss.